Wir sind halt echt glücklich dahergefahren, haben uns richtig gut ausgedacht. Vor 3 Tagen hat sich das abgezeichnet. Schneefall genau hier in der Kitzbüheler Welt und ohne Wind, das ist wichtig da, weil dann werden die Hänger echt schön. Und das hat sich ausgezeichnet, das muss man echt sagen. Ja. Da sind wir ein Stück hochgelaufen, Bichlalm, das Skigebiet, und kommt man leicht rauf und kommt man wahnsinnig gut runter. Relativ sichere Hänge, man kann sich immer einen aussuchen, der schön flach ist, der unter 35, wenn es ist, sogar unter 30 Grad hat. Lawinenkommission haben wir in der Früh schon getroffen, die haben wenig Sprengerfolge gehabt, das ist eine ganz wichtige Aussage, dass nichts losgegangen ist, trotz Sprengen. Natürlich haben wir alles dabei, was man so braucht. Technisch ist ja in den letzten Jahren super hochgerüstet worden. Da gibt es alles, was man technisch haben kann, um ein bisschen sicherer zu werden in den Berg. Aber was jetzt die nächste Zeit wirklich gemacht werden muss, dass man sich damit auseinandersetzt. Was ist die letzte Zeit passiert? Wo geht der Hang ab? Wo setzt es sich? Das weiß ja die Lawinenkommission auch nicht. Die wissen es auch erst in der Früh beim Rumgehen durch stundenlanges Antasten der Hänge. Schauen sie sich selber an und dann haben sie ein bisschen Ahnung. Und das ist eher ein richtiger Sport, dass die um 7.30 Uhr ihren Lawinenlagebericht heraus haben. Hier in der Gegend wird es jetzt immer mehr lokale Berichte geben. Die Fieberbrunner fangen jetzt mit einem lokalen Lawinenlagebericht an, der halt berücksichtigt, dass in Fieberbrunner ein bisschen ein anderer Schnee gefallen ist, weil der Wind anders reinkommt. Und darauf sollte man schon hören.